Moin Moin Achievement Hunter, so Saku hier mit einem Stich ins Auge. Dafür müssen wir ins Auge der Ewigkeit. Das Ganze ist hier auf dieser Insel in der burianischen Tundra in Nordend, das wiederum in Azeroth ist. Crazy Shit. Dafür müsst ihr das Ganze entweder im 25- oder im 10-Mann-Modus machen. Im 10-Mann-Modus dürft ihr nicht mehr Spieler als 9 sein, also maximal 9. Und im 25-Spieler-Modus dürft ihr nur maximal 21 Spieler sein. Ja, das Ganze könnt ihr in beiden IDs machen, also zwei IDs braucht ihr für beide Erfolge, einmal jeweils im 10er, einmal im 5er. Und weil es dazu nicht mehr gibt, außer den Boss umzuklatschen, hier geht's übrigens rein, werde ich jetzt nichts mehr sagen und lasse euch nebenbei noch schön lauschen, was der Boss euch so erzählt. Wünsche euch viel Spaß mit dem Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Euer Susaku aka Leeboy. Tschüssi, Kowski. Meine Geduld ist am Ende. Ich werde mich eurer entledigen. Ich hatte gehofft, euer Leben schnell zu beenden, doch ihr zeigt euch hartnäckiger als erwartet. Nichtsdestotrotz sind eure Bemühungen vergebens. Ihr törichten, leichtfertigen Sterblichen tragt die Schuld an diesem Krieg. Ich tue, was ich tun muss. Und wenn das eure Auslöschung bedeutet, dann soll es so sein. Genug! Wenn ihr die Magie Azeroths zurückhaben wollt, dann sollt ihr sie bekommen. Eure Wohltäter sind eingetroffen, doch sie kommen zu spät. Die hier gespeicherten Mächte reichen aus, die Welt 10-mal zu zerstören. Was denkt ihr, werden sie mit euch machen? Undenkbar! Die Sterblichen werden alles vernichten. Schwester, was habt ihr getan? Ich habe getan, was ich tun musste, Bruder. Ihr habt mir keine andere Wahl gelassen. Und so endet der Nexus-Krieg. Dieser Entschluss schmerzt mich sehr. Doch die Zerstörung, der riesige Verlust an Leben, musste ein Ende haben. Ungeachtet Marlugos jüngster Verfehlungen, werde ich seinen Tod betrauern. Er war einst ein Wächter, ein Beschützer. Heute ist einer der mächtigsten der Welt gefallen. Der rote Drachenschwarm wird die Bürde auf sich nehmen, die Verwüstung Azeroths zu heilen. Kehrt zu eurem Volk zurück und ruht euch aus. Morgen erwarten euch neue Herausforderungen und ihr müsst bereit sein, ihnen gegenüberzutreten. Das Leben geht weiter.